dürfen wir euch recht herzlich zu unserem Schattentheater begrüßen. Wir möchten euch heute einen kurzen Einblick in ein Schuljahr, das euch bestimmt auch so begegnet ist, geben. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß und erkennt euch vielleicht wieder. Bestimmt kennt ihr das. Es ist 8 Uhr in der Früh und ihr seid einfach noch so müde. Aber naja, die Schule ruft und sie kennt keine Gnade. Doch eure Freunde helfen euch, den Tag zu überstehen. Gleich in den ersten Stunden PP holt vielleicht der eine oder andere von euch auf den fehlenden Schlaf vom Wochenende nach. Doch nicht alle Mitstudierenden finden dazu super. Oh, da ist wohl jemand sauer. Und auch eure Handys haben euch die ganze Zeit begleitet. Zum Leidwesen der Lehrer. In den vielen und langen Pausen an der Fax bewies uns der ein oder andere Aschetornado, dass der Raucherbereich immer gut besucht ist. Ihr habt vielleicht auch einige Liebesdramen, Aufreger und vieles mehr hier besprochen. In der Turnhalle oder auf dem Sportplatz hattet ihr vielleicht viel Spaß oder gar keinen Bock. Oftmals scheiterte es daran, schon an den Sportklamotten. Doch trotzdem konnte man einiges für unsere berufliche Zukunft mitnehmen. Der Norma gegenüber der Schule wurde dank uns immer weiter gesponsert, sodass sich nun auch die Norma-Mitarbeiter eine Putzkraft leisten können. Trotz oft nicht sehr hygienischer oder gesunder Aspekte ging fast jeder von uns, teilweise mehrmals am Tag, rüber, um einen Großeinkauf zu starten. Und plötzlich ist es soweit. Ohne dass man bemerkt hatte, wie schnell denn die Zeit überhaupt vergangen ist, steht die Abschlussprüfung vor der Tür. Vielleicht hast du gelernt, vielleicht aber auch nicht. Du sitzt in einem fremden Klassenzimmer, schwitzt, weil du nicht weißt, was dich erwartet, bist nervös und gleichzeitig in der Hoffnung, es zu schaffen. Doch die kleinen Panikattacken bringen dich völlig durcheinander. Die Uhr tickt und bald hast du es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast alles hinter dich gebracht. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Dennoch hattest du vielleicht trotzdem viel Spaß und hattest schöne Momente. Hast tolle neue Leute kennengelernt und all das nimmst du mit in deine dir offenstehende Zukunft. Der große Tag ist gekommen. Heute ist die Abschlussfeier. Du bekommst dein Zeugnis und ein Stück deiner Freiheit wieder.